Ein wiedergeborener Christ soll und darf Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit ist die innere subjektive Sicherheit in Bezug auf die Errettung durch Jesus Christus, das innere Wissen, gerettet zu sein. Und das Gegenteil davon wäre Angst und Zweifel in Bezug auf die persönliche Errettung, aber ein wiedergeborener Christ soll Heilsgewissheit haben. Und diese entsteht nicht durch Selbstmotivation, Autosuggestion, Ethik und Moral, sondern stützt sich einzig und allein auf zwei Säulen. Zum einen auf das Wort Gottes. Im Wort Gottes dokumentiert und garantiert uns Gott Zusagen und Verheißungen in Bezug auf die Errettung durch Jesus Christus, die wir im Glauben annehmen dürfen. Und in der Bibel wird also die objektive Heilssicherheit dokumentiert und garantiert. Und zum Zweiten stützt sie sich auf das Wirken und dem Zeugnis des Heiligen Geistes, der im wiedergeborenen Christ wohnt. Und dieser Geist Gottes im wiedergeborenen Christ spricht zum menschlichen Geist des wiedergeborenen Christen: Du bist ein Kind Gottes. Das sind die zwei Quellen der Heilsgewissheit, das Wort Gottes und der Geist Gottes. Die Heilsgewissheit ist jedoch nicht heilsrelevant. Das heißt, ein wiedergeborener Christ ist gerettet, auch wenn er keine Heilsgewissheit hat oder diese geschmälert ist. Denn die Heilsgewissheit ist angefochten. Das heißt, wir können die Heilsgewissheit verlieren. Das Heil Gottes ist unverlierbar, aber die Gewissheit, die innere Sicherheit ist angefochten. Das heißt, sie kann geschmälert werden. Wir können sie zeitweise ganz verlieren und stattdessen haben wir Angst und Zweifel. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen mangelnde Belehrung. Mangelnde Belehrtheit. Das heißt, der wiedergeborene Christ kennt nicht vollumfänglich die Zusagen, die uns Gott gibt. Er kennt nicht den Heilsplan Gottes und das Heil Gottes. Er kennt nicht die Gedanken Gottes, die uns Gott mitteilt in der Bibel. Oder auch falsche Lehren, wie zum Beispiel die Verlierbarkeit des Heils. Oder auch Sünde oder Weltlichkeit. All die Dinge, die die Wirkung des Heiligen Geistes in uns dämpfen und beeinflussen. Es gibt also viele verschiedene Störgrößen, die die Heilsgewissheit in uns schmälern oder sogar zeitweise ganz nehmen können. Dann gilt es, diese Störgrößen zu beseitigen und vor allen Dingen zurückzukehren zu den Verheißungen und Zusagen, die uns Gott gibt in seinem Wort, diese im Glauben anzunehmen und sich darauf zu stützen. Denn auf dem Wort Gottes stützt sich unser Glaube. Das ist die Garantie, die uns Gott gibt in Bezug auf die Rettung durch Jesus Christus.